Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was immer sehr, sehr stark polarisiert. Wenn ich jetzt die Klicks für dieses Video unbedingt nach oben treiben wollte, dann würde ich jetzt irgend sowas schreiben wie Silber wird sich verzehnfachen oder der Bullenmarkt im Silber startet jetzt. Ja, genau, heute geht es nämlich hier darum, um Silber geht es heute. Und wir machen es aber natürlich aus optionstechnischer Sicht. Nämlich, wir stellen uns heute mal die Frage, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Silber Call-Optionen zu kaufen? Und meine Antwort dazu jetzt hier im Video. Also, warum ausgerechnet Silber? Ne? Ich bin jetzt extra nochmal hier an meinen kleinen Schrank gegangen, wo ich bisschen Anschauungsmaterial habe und da seht ihr hier diese wunderschönen Münzen. Ne? Ihr seht aber auch schon, ich bin kein allzu großer Fan, denn auf der Rückseite, die sind schon angelaufen. Also hier sieht man es auch, ne? Die sind alle schon ein bisschen angelaufen. Ich bin wirklich kein allzu großer Münzen-Fan. Auf der anderen Seite, wenn man die hier so in der Hand hält, ne? Also die sind auch schön schwer. Hier, ne? 4 Unzen, jetzt nicht allzu viel wert, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, 60 Euro oder irgend sowas. Immerhin ist es was Schönes, was man in der Hand halten kann. So, und warum jetzt ausgerechnet Silber? Was ist da jetzt der Punkt? Schauen wir uns mal als allererstes einen langfristigen Chart an. Und da seht ihr, dass der Chart, reden wir nicht um den heißen Brei herum, der sieht katastrophal aus. Ja? Silber ist vor kurzem durch eine Unterstützung gebrochen, zumindest eine psychologische Unterstützung, ist nach unten durchgegangen. Das heißt, vom Chartbild her ist das Ganze extrem negativ aktuell. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, zoomen das mal ein wenig auf und schauen uns den Tageschart an. Naja, und hier muss man schon ein wirklich extrem euphorischer Edelmetallbulle sein, damit man in diese Bewegung, die wir hier gerade sehen, damit man da etwas Positives hineininterpretieren kann. Also auch hier in diesem Tageschart seht ihr, richtig überzeugt sieht das Ganze nicht aus. Warum reden aber jetzt plötzlich alle von Silber? Warum reden plötzlich alle von Gold? Und das hat am Wochenende stattgefunden. Das hat sich schon die letzten Wochen angekündigt und jetzt ist es also passiert. Und zwar schaut euch mal diesen Chart hier an. Und in diesem Chart seht ihr die Nettopositionierung der kommerziellen Marktteilnehmer. Das heißt, die kommerziellen Marktteilnehmer, das sind also all diejenigen, die irgendetwas mit dem Rohstoff Silber zu tun haben. Ja, also das könnten Minenbetreiber sein, das könnten aber auch diejenigen sein, die Silber kaufen, zum Beispiel um es weiter zu verarbeiten. Also jeder, der irgendetwas mit dem Produkt Silber zu tun hat, der gilt an der Börse als kommerziell, wenn, und das ist die Voraussetzung, wenn er eine bestimmte Größe in seinem Handeln überschreitet. Ne? Also wenn wir mal eine Option hin und her handeln, dann sind wir noch keine Commercials, aber wenn du mal 100 Stück immer machst oder 500 Stück oder 1000 Stück, dann bist du ein kommerzieller Marktteilnehmer und nutzt die Terminbörse, um dich abzusichern. So, und was ist jetzt das Spannende? Nochmal der Blick auf den Chart und da seht ihr, seitdem es die COT-Daten in der jetzigen Form gibt, ne? Also die COT-Daten selbst gibt es ja schon seit den 70er Jahren, die wurden allerdings früher nicht so veröffentlicht, ich glaube, die waren kostenpflichtig, dann gab es die auch nicht in diesen regelmäßigen Abständen wie jetzt also jede Woche, sondern da gab es die, glaube ich, monatlich, später dann 14-tägig, aber sie waren nicht so frei verfügbar wie jetzt und wir haben also jetzt diese Daten vorliegen seit Ende der 1990er Jahre, also kann man sagen knapp 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren waren die kommerziellen Marktteilnehmer in diesem Markt noch nie long. Und genau das ist jetzt passiert. Es hat sich angekündigt, die Short-Position ist immer geringer geworden und jetzt zum Wochenende ist es also zum ersten Mal passiert. Am Freitagabend, als die Daten veröffentlicht wurden, hat man es gesehen. Zum allerersten Mal sind die kommerziellen Marktteilnehmer netto long. Das heißt, sowohl die Produzenten als auch die Verarbeiter, eine Gruppe, wahrscheinlich dann in dem Falle die Verarbeiter, haben sich so stark gegen steigende Preise abgesichert, dass insgesamt eine Long-Position entstanden ist. So, und das ist ziemlich spannend, weil das impliziert ja, wenn noch nie so ein großes Interesse, ein bullisches Interesse an Silber war, dass doch jetzt der Silberpreis demnächst wegexplodieren muss. Und so ähnliche Situationen sehen wir momentan auch in anderen Edelmetallen. Ne? Nicht ganz so extrem, aber wir sehen das beispielsweise im Gold, wo die Trendfolgenfonds zum ersten Mal seit über 20 Jahren short sind. Wir sehen sehr starkes bullisches Interesse in Palladium, in Platin. Also in den ganzen Edelmetallen sieht das recht
gut aus. Und das impliziert natürlich, dass wir demnächst hier stark steigende Preise sehen. Und na klar, als Optionsverkäufer stellst du dir natürlich die Frage, lohnt es sich denn da jetzt, wenn wir da was machen, eventuell wieder Puts zu schreiben? Oder wäre es nicht auch hier mal angebracht, vielleicht einen Call zu kaufen? Ne? Also, dass man sich auch mal auf die Kaufseite stellt. Weil wenn ich jetzt schon so die ersten Kommentare gelesen habe, dann muss man ja davon ausgehen, dass der Silberpreis sich verzehnfacht so ungefähr. Und dann ist doch logisch, dann will ich doch nicht nur einen Put haben, dann will ich doch auch mal einen Call dazu haben. Jetzt müssen wir uns aber, bevor wir uns mal die optionstechnische Seite anschauen, mal noch einen Punkt im Vorfeld anschauen. Und zwar, wie war denn das früher schon mal? Ich habe schon gesagt, es gab noch nie eine Long-Position, aber es gab 2013 eine ähnliche Position oder Positionierung. Auch da waren die kommerziellen Marktteilnehmer nur noch sehr, sehr gering short, also sehr, sehr kurz short. Ne? Also waren sie, was weiß ich, ein paar tausend Kontrakte nur noch short. Also das war auch eine extrem bullische Situation aus der Deutung der Kontdaten. Und tatsächlich, hinterher ist ein was passiert, nämlich der Preis von Silber ist infolgedessen um 35% in relativ kurzer Zeit angestiegen. 35%, das ist ja eine ordentliche Bewegung in einem Rohstoff, also lässt sich durchaus Geld verdienen. Jetzt muss man allerdings eins sagen. Wer damals gedacht hat, das war der Boden, der sah sich danach oder sah sich dann sehr, sehr getäuscht. Denn nachdem dieser kurze, schnelle Anstieg auf 35% erfolgte, fielen die Preise wieder mehrere Jahre, unterschritten diesen alten Tiefpunkt sogar und sind seit dem Hoch 2013 sogar wieder 45% gefallen. Ne? Also das war trotzdem, das war eine schöne Zwischenrallye, da konnte man auch Geld verdienen, aber der übergeordnete Trend, der übergeordnete negative Trend, den wir seit 2011 in den Edelmetallen haben, der ist weiter vorhanden. Also der zeigt eben nach wie vor gen Süden und das war 2013 nicht an. So. Wie wird es jetzt in der Zukunft werden? Keine Ahnung. Niemand kann das wissen. Und jeder, der einigermaßen seriös am Markt unterwegs ist und der jetzt Prognosen herausgibt, wo der Preis hingeht, ne, der entlarvt sich so selber ein bisschen als Scharlatan. Da ist auch sehr viel Wunschdenken dabei, gerade bei den Edelmetall-Anhängern, weil die natürlich nach dieser langen, langen Durststrecke, die sie jetzt haben, wie gesagt, seit 2011 übergeordnet nur fallende Preise, natürlich endlich mal hoffen, dass es wieder nach oben geht. Aber sei es drum. Wenn tatsächlich jetzt der Preis ansteigen sollte, ne, wie können wir das nutzen? Und da schauen wir uns als allererstes mal die aktuelle implizite Volatilität der Silberoptionen an. Ich habe hier für euch einen Chart, der ist aus E-Volatility, also das kennen viele von euch, die bei uns Kurse gemacht haben oder in Coachings waren oder vielleicht auch auf Seminaren waren. Gibt es übrigens demnächst auch wieder ganz viele tolle neue Angebote, seid darauf schon mal gespannt. Und E-Volatility ist ein Anbieter aus den USA, wo man eben Optionsdaten abfragen kann. So, und wenn man da jetzt momentan sich die Vola anschaut, dann sieht man, die ist nicht sehr hoch. Ne? Also die IVR, der Implied Volatility Rank, wo man also das Verhältnis zwischen aktueller impliziter Volatilität zu den Hoch- und Tiefpunkten der letzten 12 Monate beispielsweise erstellt, liegt bei 15%. Das heißt sehr, sehr niedrige Vola. Das wiederum ist nicht optimal für einen Verkäufer von Volatilität, aber es ist natürlich gut für einen Käufer von Volatilität, sprich für einen Käufer von Optionen. Ne? Das heißt also die Idee zu sagen, hey, wenn der Silberpreis da jetzt steigen könnte, ich kaufe mal eine Call-Option, die ist in dem Falle gar nicht so dumm. So, und was muss man jetzt beachten? Ich habe gerade eben mal, obwohl ja heute ein Börsentag ist, an dem die US-Börsen geschlossen sind, wir haben Feiertag in den USA, habe ich mal ganz kurz geschaut, was würde denn momentan eine Option kosten am Geld und beispielsweise mit Laufzeit Dezember, ne? Also dass wir auch noch ein bisschen Restlaufzeit haben. Naja, und die schlägt sich schon mal mit $3.000 ins Konto, also die kostet schon was. Ne? So ganz billig ist das also nicht, das heißt also, wer das mit den Optionen machen will, wer Kaufoptionen machen will, der muss schon 3,50 Euro mitbringen. Und jetzt ist natürlich der Dezember auch gar nicht so lang, weil, und das ist jetzt das hauptsächliche Hindernis, beziehungsweise der Punkt, den ihr zwingend beachten müsst, aus meiner Sicht heraus. Natürlich könnt ihr jetzt hergehen und sagen, hey, die Kontdaten sind jetzt so super positiv, ich kaufe mir jetzt Call-Optionen auf Silber und es wird schon was passieren. Dann wisst ihr, auch wenn ihr den Kanal hier schon länger verfolgt,
dann lohnt es sich jetzt nicht zwingend weit aus dem Geld liegende Optionen zu kaufen, sondern ihr müsst zwei Punkte beachten, nämlich zum einen, wie wahrscheinlich ist es, dass eure Option Geld verdient. Das könnt ihr über das Delta regeln, also dass ihr eben beispielsweise Optionen am Geld oder nur leicht aus dem Geld kauft. Oder aber, dass ihr, wenn ihr es genau timen könnt, natürlich auch mal eine OTM-Option, also eine Out-of-the-Money-Option kaufen könnt. Aber da müsst ihr schon extrem gut im Timing sein. Und deswegen, ich persönlich würde da lieber eine At-the-Money-Option kaufen. Und der andere Punkt ist aber der, ihr braucht natürlich auch Bewegung im Underlying. Das heißt, das Ding muss jetzt auch hochgehen, Silber muss auch steigen. Und momentan haben wir aber noch keinerlei Kaufsignale vorliegen. Und das ist das größte Problem aktuell. Wenn ihr jetzt schon solche Optionen kauft. Natürlich, morgen kann dieses Signal kommen und dann habt ihr alles richtig gemacht. Es kann aber auch sein, dass dieses Signal noch einen Monat oder zwei Monate auf sich warten lässt und in der Zwischenzeit der Preis von Silber entweder weiter fällt oder seitwärts läuft. Und wenn das passiert, verliert ihr natürlich unheimlich Zeitwert in eurer Option. Und aus dem Grunde ist das für mich ein klassischer Markt, wo ich per heute sage, toll, hier gibt sich mal eine richtige Chance, auch mal mit Call-Optionen etwas zu tun, also auch mal Optionen zu kaufen. Aber ich muss erst abwarten, dass der Markt mir das auch zeigt. Das heißt, ich brauche ein Kaufsignal. Das heißt, ich brauche mal Tage voller Stärke. Ein, zwei Tage, wo man sieht, wow, jetzt kommen hier Käufer hinein. Ich brauche vielleicht ein charttechnisches Signal, aber irgendeinen Katalysator benötige ich, damit ich mein Geld in die Waagschale werfe und sage, jetzt kaufe ich so eine Call-Option. Und dann würde ich, je nachdem wann das passiert, deswegen kann ich auch nicht sagen, kauft jetzt eine Dezember-Option, weil wenn es in zwei Monaten erst passiert, ist eine Dezember-Option aus meiner Sicht heraus viel zu kurz, dann würde ich immer eine Option kaufen, die vielleicht Minimum 4, 6, vielleicht sogar 8 oder 12 Monate Restlaufzeit hat. Klar, die ist dann entsprechend teuer, aber ihr müsst immer daran denken, wenn ihr Optionen kauft, habt ihr immer den Zeitwertverlust gegen euch. Also das, was euch als Verkäufer immer zugute kommt, habt ihr hier immer gegen euch. Was könnte für euch laufen? Die niedrige Vola, weil wenn dann der Markt steigt und die Vola ansteigt, weil das kann in dem Falle passieren, ihr wisst, bei Aktienmärkten, Markt geht runter, Vola steigt, Markt geht hoch, Vola fällt. Bei Rohstoffen muss das nicht so sein, im Gegenteil, kann es genau umgekehrt sein. Und bei so einer niedrigen Vola, die wir jetzt haben, wenn jetzt plötzlich richtig Druck in den Markt käme, nach oben, würde wahrscheinlich die Vola explodieren. Und das wäre natürlich super, wenn ihr dann Call-Optionen hättet. Aber ihr braucht natürlich dann auch Zeitwert. Und deswegen, legt euch den Markt, wenn ihr daran interessiert seid, auf eure Watchlist. Beobachtet ihn täglich, schaut, was ihr für Optionen machen könntet, legt euch einen Plan zurecht und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Ihr könnt natürlich nach wie vor trotzdem Puts verkaufen, ihr könntet Risk Reversals machen, also das heißt Long Calls, Short Puts. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, hey, ein paar tausend Dollar für so eine Future-Option, das ist mir zu teuer, dann schaut euch Optionen auf den ETF an, auf den Silber-ETF. Das Symbol in den USA ist SLV, SLV für Silber, das ist das Silber-ETF, die sind relativ günstig, aber auch hier gilt, der richtige Zeitpunkt ist entscheidend und dann beobachtet einfach diesen Markt und wenn es dann soweit ist, dann setzt euren Plan um, schaut nach, wir werden das hier auf jeden Fall auch ein wenig verfolgen, wir werden uns das anschauen, ich finde es eine ganz spannende Situation, auch wieder etwas, was ich noch nie erlebt habe, Commercials sind long im Silber. Also das heißt, man hat immer mal was Neues, aber wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja hier in 4 Wochen wieder und sagen, die Commercials sind jetzt 10.000 Kontrakte long im Silber und der Markt ist trotzdem weiter gefallen, weil der Markt am Ende, der Preis, das ist der, der es entscheidet. Und momentan, gerade neue Tiefs gemacht in den letzten paar Wochen, ist das noch kein bullischer Markt. Wir wissen anhand der Datenlage, hier wird irgendetwas kommen. Aber wir wissen nicht, wie weit wird es laufen. Das kann auch nur ein 20% Hüpfer sein und dann fällt es wieder. Wir wissen auch nicht, was die Commercials dazu getrieben hat, hier long zu gehen in dem Markt. Und wir wissen vor allem nicht, wann etwas passieren wird. Das, was passieren wird, das ist klar. Schauen wir mal, wann es passiert. Okay, dann wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Auch wenn morgen dann erst wieder die Börse aufmacht, nutzt solche Tage wie heute, um eure Charts zu studieren, um eure
Unterlagen zu studieren, um eure Trainingpläne zu machen, um euch weiterzubilden. Ja. Manchmal, ich finde solche Tage ganz schön, und wer momentan Optionen offen hat, der weiß auch, im Hintergrund arbeitet der Zeitwertverlust, und das ist ja das Gute, was jeden Tag ist. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.